Hallo meine Lieben und herzlich willkommen. Mein Name ist Captain Bam, dies ist das Spielemagazin und dies ist die Ausgabe, in der ich hier endlich mal durchschaue, hoffentlich, wie das funktioniert mit den Naturrohstoffen. Also, ich habe ja bis jetzt eigentlich nur Industrie gebaut und sonst gar nicht mal so viel. Und dann habe ich hier zum Beispiel Agrarwirtschaft einfach mal irgendwo hingebaut, ja, völlig ohne Sinn und Verstand. Jetzt ist es aber so, ich habe festgestellt, dass es hier oben Öl gibt und ich habe auch festgestellt, dass hier ein bisschen fruchtbares Land ist. So, und weil dem so ist, hier sieht man es ja, 246 Hektar, null davon habe ich verwendet. Null. So, und jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt habe ich nämlich diese Gegend hier hergerichtet für meine Zwecke. Und jetzt müsste hier eigentlich in relativ kurzer Zeit neue Industrie entstehen. Aus dem Bereich der Landwirtschaft. Da bin ich mal gespannt, ob das auch wirklich so passiert. Wir können das mal so lassen. Fakt ist nämlich eine Sache auch, das muss man festhalten, mein Bedarf an Industriefläche geht gerade gegen Null. Das sieht man tatsächlich. Hier habe ich zwar Fläche, aber hier Null Bedarf. Null. Und dementsprechend muss ich da schon jetzt demnächst mal irgendwas machen. Aber jetzt hier ganz kleiner Bedarf. Jetzt gucken wir mal, ob hier vielleicht in Kürze etwas entsteht. Aber sei es wie es will, wir gucken mal. Fakt ist auf jeden Fall, ich habe ein paar Gebäude, die nicht mehr funktionieren. Weil eben Verkaufswaren fehlen. Das ist ein bisschen ein Problem. Vielleicht habe ich ja zu viel Gewerbe und zu wenig Büros. Weil wenn Verkaufswaren fehlen, muss ja irgendwas schief sein. Hier, überall fehlen Verkaufswaren. Ich würde mal vorschlagen, ich widme mal ein bisschen um. Vielleicht, wenn ich ein bisschen mehr Büros ausweise, wird es ein bisschen besser. Na gut, sei es drum. Wir werden sehen. Das müssen wir jetzt ein bisschen abwarten. Da muss man, glaube ich, ein Stück weit geduldig sein. Hier tut sich noch nichts. Und oben tut sich auch noch nichts. Okay, alles klar. Dann schauen wir mal weiter. Ich habe jetzt diese Gegend hier schon mal so ein bisschen präpariert für künftige Gebiete, die ich dann noch erschließen will. Was ich jetzt gerne machen würde, ist, ich würde gerne meine Mülldeponien an den Stadtrand verfrachten. Dann kann ich nämlich diesen Hügel hier gegebenenfalls doch noch für irgendwas anderes nutzen. So. Jetzt wäre es natürlich schön gewesen, ich hätte ein bisschen mehr Platz gelassen. Dann würde nämlich die Müllverbrennung quasi direkt da drüben hinpassen. Tut sie jetzt nicht mehr, ist aber jetzt mir auch irgendwo so ein bisschen Latte. Ne? Was wir machen könnten, ist, dass wir da nochmal eine Straße reinsetzen. Irgendwie. Mal sehen, ob ich da durchkomme. Hab wahrscheinlich nicht. Doch, würde gehen. Knapp, aber würde gehen. Zack. Und jetzt kann ich da nach hinten das auch miteinander verbinden. Ja. So. Und das bedeutet, dann kann ich halt die Müllverbrennung auf die andere Straßenseite bauen. Pass mal auf. Jetzt nehme ich die und hau die einfach dahin. Einmal. Zweimal. Das machen wir jetzt einfach so lang, bis ich dann hoffentlich wieder die
diesen Hügel für andere Zwecke nutzen kann. Das wäre nämlich so meine Überlegung. Ich dachte daran, dieses Raketenstartgelände dahin zu bauen. Die Gegend ist ja jetzt schon kontaminiert, von daher würde sich ja das eigentlich anbieten. Aber gut, das ist jetzt nochmal ein ganz anderes Thema. Was würde ich denn jetzt sonst noch so gerne machen? Jetzt mal langsam. Also das hier hätte ich ja eigentlich sehr gerne nochmal aufgerüstet zu einem Gebiet mit Parks und so. Das heißt, alles was jetzt da momentan gerade drin ist, muss raus. So. Und dann wäre es natürlich cool, ich hätte so ein bisschen ein paar Wohngegenden. Die könnte ich hier hin machen. Sowas hier in dem Stil baue ich dahin. Und dafür dann hier nochmal Hochhäuser. Was sagt ihr zu dem Plan? Jetzt versuchen wir das mal umzusetzen. Als erstes widme ich das mal um, weil die haben sowieso zu wenig Verkaufsgüter, wissen wir ja. So. Und dann haben wir gesagt, machen wir hier so kleine Wohngebiete hin. Und im Gegenzug hauen wir große Wohngebiete wieder raus. Es wird mich zwar einige Einwohner kosten, ohne jeden Zweifel, aber wenn es meinem Seelenfrieden dient, ist es nicht so schlecht. Dabei gab es hier echt einen schönen Turm, ne? Jetzt ist er weg. Die haben insgesamt voll die schönen Türme hier, sind hier entstanden. Vielleicht ist es doch nicht so schlecht, so ein paar Gebiete zu haben, die so nah beisammen sind, ne? Aber das mache ich nicht hier. Hier ziehe ich noch einen Park rein, aus rein optischen Gründen. Wenn überhaupt, könnte ich mir überlegen, ob ich das hier so durchziehe. Hier so einen Großstadtbunker hinbau. Soll ich mal probieren? Ja, komm. Jetzt gerade sowieso ein bisschen Chaos. Die letzten Episoden, da läuft es jetzt gerade nicht so rund. Es scheint heute nicht so mein Tag zu sein für solche Angelegenheiten. Aber das kann ja auch noch werden. So. Jetzt machen wir mal Folgendes. Pass mal auf. Hier baue ich jetzt erstmal weiter. Genau. Vielleicht müssen wir ein bisschen langsamer an die Sache rangehen. Vielleicht geht es dann auch besser. Genau. So, Wohngebiete sind ja gewünscht. Dann müsste sich jetzt hier allerdings auch was tun. So, hier ist mittlerweile wieder Freifläche entstanden. Das ist schon mal sehr gut. Und das bedeutet, ich kann hier auch einiges umplanen, vielleicht, falls ich das will. Ich könnte zum Beispiel auf die Idee kommen, dass... Jetzt pass mal auf. Das machen wir jetzt mal. Wir reißen mal die Straße da oben ab. Und setzen diesen Turm um. Hier hin. Sehr schön. Finde ich gut. Und dann könnte ich jetzt nämlich endlich diesen Turm bauen. Und weil der so riesig ist, Gefälle zu steil. Ach scheiße, jetzt passt der da nicht hin, weil es... Oh nee, oder? Fälle zu steil. Okay.
Dann probieren wir mal, ob wir auch diese Straße hier abreißen können, sollen oder wollen. Vielleicht geht's ja dann. Nee, geht auch nicht. Das scheint kein besonders guter Platz zu sein. Was ist denn hier? Würde der da hinpassen irgendwo? Ja, da oben würde er hinpassen. Ort ist bereits belegt. Gefälle zu steil. Da würde er auch hinpassen. Und hier so an... Achso, das ist keine... Das ist ja nur eine Autobahn. Mhm. Ort ist bereits belegt. Da ist Kreisverkehr. Nirgendwo hier und nirgendwo da passt er hin. Aber wahrscheinlich hätte er da unten hingepasst, ne? Dabei ist es jetzt so eine schöne Wohngegend geworden. Ich will die jetzt nicht schon wieder abreißen. Okay, anders. Probieren wir uns mal durch. Wir werden schon noch ein Fleckchen finden. Das ist ein wirklich bemerkenswert hübschen Turm. Das kann doch gar nicht sein, dass wir den jetzt nirgendwo hinsetzen können. Hier? Irgendwo? Nein. Hier? Auch nicht. Ja, sagt sie fix. Okay. Dann mal ganz anders. Anders gedacht. Hier, was ist hier? Hier habe ich ja im Prinzip auch noch nichts so großartig gesetzt. Da gibt es ein Krematorium. Okay, das kann man jetzt wirklich überall hinsetzen. Deswegen mache ich jetzt hier keinen Fass auf. Zack. So. Was haben wir hier? Das da ist eine Arztpraxis. Okay, das ist ohne Zweifel wichtig. Aber auch die könnte man doch sicherlich noch woanders hinsetzen. So, da haben wir eine U-Bahn. Und daneben ist der Botanische Garten. Frage... Wie sieht's aus? Es geht. Großartig. Wow, das ist mal ein Turm, hä? Ja, der macht sich auch ganz gut hier. Das finde ich gut. Finde ich super. Kann man schon so machen. Davor haben wir ja auch dann die Großbibliothek. Na, jetzt bin ich mal gespannt. Was für ein Kokoschinski. Ja, und ich denke, dazwischen mache ich jetzt nur noch so Parks und sowas. Da könnte ich mich jetzt mal hier voll austoben. Mit so, eher so Kleinigkeiten, sage ich jetzt mal. Hier so ein Park hin. Und dann... Da einen hin. Boah, der wäre natürlich cool gewesen, aber der passt jetzt leider nicht, der ist zu groß. Hier passt auf jeden Fall auch noch einer hin. Hier noch einen hin. Mensch. Wunderschön. Was haben wir denn sonst noch so? Da gibt es doch noch mehr. Kann ich hier noch was hinpacken? Wo ist eigentlich mein... Allseits beliebter Basketballplatz. Ich könnte sogar fast noch einen Freizeitpark irgendwie in die Stadt rein donnern, ne? Aber der ist jetzt halt dann doch schon wieder zu groß. Zu groß. Wobei, da hätte er hingepasst, ne? Vermutlich. Moment mal, was ist, wenn ich jetzt die Polizei noch mal kurz umsiedle? Weil die passt ja wirklich auch überall hin. Ich mach die Polizei... Ich mach die Polizei mal dahin. Jetzt die große Frage, würde mir denn so ein zweiter Freizeitpark hier mitten in die Stadt reinpassen? Hier. Tatsache. Finde ich gut. So im Schatten dieses Turms dann nochmal so einen Freizeitpark zu haben, hinter dem Botanischen Garten.
Finde ich nicht schlecht. So, und jetzt füllen wir das Ganze dann noch auf mit Bäumen, Bäumen, Bäumen. Und dann sieht es bestimmt richtig gut aus. Ich mache das hier mal fertig. Und dann in der nächsten Ausgabe, also morgen schon, schauen wir uns das Ganze an, wie sich das hier so entwickelt hat. Habt ihr übrigens gesehen, dass ich hier versucht habe, Stonehenge nachzubauen? Es war ein Versuch. In diesem Sinne, meine Lieben, bis morgen. Wir sehen uns. Macht's gut. Tschüss. Ich habe heute schon Trillionen Cops besiegt. Mein Livestream ist bei Millionen beliebt. Hab heute schon 100.000 Autos geknackt. GTA macht's möglich, ich wurde nur einmal verknackt. Ich hab in meiner Welt eine eigene Stadt, die einen Zoo und ein Aquarium hat. Ich bin der größte Fisch, regiert diesen Tag. Ich bau alles schön auf und mach's im Erdboden gleich. Der Pass kommt von CR7, ich zieh ab.